Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Projekt Dach sanieren für 100.000 Euro. Wir wollen also das Dach, die Betondachsteine mit einem frischen Anstrich versehen und das wollen wir im ausgebauten Zustand machen. Die Steine also runternehmen und jeden für sich mit dem Anstrich versehen. Und dazu haben wir jetzt für die Rückseite, für eine Seite erstmal neue Steine uns besorgt, die wir dann gegen diese Lage, die jetzt drauf ist, austauschen können, um dann diese zu streichen und dann sozusagen Tippeltappeltour um das Haus herumzugehen. Hier sehen wir jetzt schon auf das erste Problem gestoßen mit den Dachsteinen, denn die Dachdeckerhändler vor Ort halten aufgrund der Baukrise, in der wir gerade stecken, keine kleineren Mengen vorrätig. Das heißt, uns wurde angeboten, wir können das ab Werk bestellen und dann natürlich mit enorm hohen Transportkosten. Das hätte ungefähr den Preis der Dachsteine dieser einen Seite verzehnfacht und hätte sozusagen unser ganzes Projekt schon von vornherein zum Scheitern gebracht. Deshalb haben wir jetzt hier neue gebrauchte Steine gekauft, die also schon mal 12, 15 Jahre auf dem Dach gelegen haben, schon beschichtet sind und die werden wir jetzt also, haben wir schon gereinigt mit dem Kärcher und wollen die jetzt also auch mit einem Anstrich versehen, um die dann also im Frühjahr beginnend dann auf das Dach legen zu können. So, und hier zeige ich euch jetzt auch gleich mal das Problem. Was wir also hätten, wenn wir das Dach die Dachsteine im eingebauten Zustand beschichten wollen würden, da könnten wir nur in die Oberfläche ran und kämen nicht hier unten drunter. Und hier sind die Steine eben von Haus aus nicht beschichtet und da sehen wir eben, wie hier schon so ein Materialabtrag stattgefunden hat, schon 1-2 mm fehlen. Das liegt einfach daran, dass sich hier in diesem saugfähigen Untergrund im Winter das Wasser sammelt und tagsüber und dann nachts, wenn es also dann Frost gibt, einfach gefriert und dann hier immer weiter den Beton absprengt, sodass das also dann immer mehr hier an Material verliert. Hier vorne auch, hier ne, steht dann das Wasser ein bisschen drunter im Winter und das sprengt es dann ab, wobei das jetzt hier nicht die Problemzone ist, wenn das hier dünner wird, da passiert nichts weiter, aber wenn es hier immer dünner wird, dann bricht irgendwann diese Kante aus und das Dach ist dann nicht mehr dicht. Und deshalb kommt es also ganz entscheidend darauf an, dass wir also im Zuge dieses Neuanstrichs auch diese Kante hier eben mit dem neuen Anstrich, überhaupt erstmal mit dem Anstrich versehen und damit sozusagen hier dann auch eine recht dauerhafte Lösung finden, wo wir dann davon ausgehen können, dass es dann nochmal 30, 40 Jahre hält. Hier seht ihr, wie ich die Steine jetzt reinige mit dem Kärcher. Das sollte ein Kärcher sein, der ein bisschen Bums hat, damit es dann auch nicht so lange dauert. Und dann wird hier der Schmutz, das Moos und diese Flechten, die sich insbesondere an den Rändern angesiedelt haben, befreit. Das Ganze hat kaum mehr als, naja, eine Stunde, zwei Stunden gedauert. Also braucht da so eine halbe bis eine Minute pro Stein. Dann ist der gründlich sauber und muss natürlich dann trocknen, bevor ihr den beschichten könnt. Und hier seht ihr jetzt, wie ich mit dem Beschichten beginne. Und zwar diese Rinne hier ausstreiche. Ich nehme den Roller, aber ich rolle den nicht drüber, wenn ich dort in diese Rinne reingehe, sondern ich drücke den einfach nur so rein, den Schaumstoff, um dort also möglichst gleichmäßig die Farbe einzubringen. Das ist sozusagen die Schwachstelle dieser Steine oder man könnte auch sagen, diese Build-in-Obsoleszenz, wo also dann der Stein kaputt geht. Man kann sich das so ein bisschen wie bei einem Schiff vorstellen, was nur oberhalb der Wasserlinie gestrichen ist und dort, wo es eigentlich drauf ankäme, ist also fehlt die Farbe und das holen wir jetzt hier nach, sodass wir also denken, dass der Stein, obwohl er schon gebraucht ist, hernach noch dauerhafter ist, als er vorher war. Bei der Oberseite dann hingegen, hier haben wir also zwei Anstriche aufgebracht auf diesen Unterseiten der Steine, während wir auf der Oberseite nur einen Anstrich dann noch nachträglich aufgebracht haben, weil das eigentlich reicht. Ja, das ist unser Winterprojekt und wie es dann weitergeht, seht ihr also im Frühjahr, also bleibt dran.